für Tugend, Menschenrecht und Menschenfreiheit sterben, ist höchst erhabener Mut, ist Welterlösertod. Denn nur die göttlichsten der Heldenmenschen färben dafür den Panzerrock mit ihrem Herzblut rot. Am höchsten ragt an ihm die große Todesweihe für sein verwandtes Volk, sein Vaterland hinan. 300 Sparta ziehen in dieser Heldenreihe durchs Tor der Ewigkeit den übrigen voran. So groß ist auch der Tod für einen guten Fürsten, mit Zepter, Wag und Schwert in tugendhafter Hand. Wohl mag der edlen Mut nach solchem Tode dürsten, denn es ist Tod zugleich für Volk und Vaterland. Der Tod für Freund und Kind und für die süße Holde ist, wenn nicht immer groß, doch rührend stets und schön. Denn es ist Todesgesang, den, nicht erkauft mit Golde, im Drange des Gefühls nur edle Menschen gehen. Für blanke Majestät und weiter nichts verbluten, wer das für groß, für schön und rührend hält, der irrt. Denn das ist Hundemut, der eingepeitscht mit Ruten und eingefuttert mit des Hofmahls Brocken wird. Sich für Tyrannen gar hinab zur Hölle balgen, das ist ein Tod, der nur der Hölle wohl gefällt. Wo solch ein Held erliegt, da werde Rat und Galgen für Straßenräuber und für Mörder aufgestellt.